Ha, jetzt hast du einen Weg blockiert. Video. Oh, oder auch nicht. Konnte ich nur da unten bewegen. Ich habe schon gewundert, warum können mich die Leute da unten noch treffen mit Rosado. Oh, ich sehe gerade, das ist eine Ballista. Ich gar nicht bemerkt. Aber die können wir uns ganz easy. Ja. Erstmal, was ich hier mache. 26 Verteidigung habt ihr nur. Habe ich einen Panzerbrecher dabei? Ich glaube, Diamant hat den Panzerbrecher. Ne, habe ich einen Hammer dabei? Ich glaube, einen Hammer habe ich auch nicht dabei. Ne? Ah, verdammt. Da kommt aber immer einer mit Level 10. Ne? Das heißt, so ein bisschen Erfahrungspunkt kriegen wir trotzdem hier noch. So, ich kann natürlich hier reingehen. Sie wird nicht getroffen von irgendjemandem hier. Sie macht auch keinen Schaden, aber was soll's, ne? Ich meine, es ist einfach nur wichtig, die anzulocken. Okay, wie viel Schaden er macht. Okay, wenn du einen kritischen Treffer mal würdest, das wäre super. Mach mal. Ne? 22 zu wenig. Das muss schon 60 sein. Apropos kritischer Treffer, ne? Er muss jetzt auch erstmal hier rumrennen wieder. Aber gehen wir mal da rein. Ich nehme an, damit durch jetzt die gesamte Kollegschaft da. Damit ich wahrscheinlich wieder alle Leute hier triggern, aber wird schon klappen. Live deine Verstärkungstruppen bringt es irgendwie nicht. Müssen bessere Leute hier reinpacken, habe ich so ein Gefühl. So, jetzt mal mit dir. Sie kriegt irgendwie gar keine Erfahrungspunkte, habe ich so ein Gefühl. So. Aber ich brauche Fram für was anderes. Einfach den Platt. Ich wollte jetzt sagen, da klingt ein bisschen so wie, aber wir feiern Level 6, ne? Falsches Spiel. Ach, ich habe ja so Pferd noch. Oh, okay. Wie machst du mehr Schaden? So, wir können jemanden neu abschießen, wenn wir wollen. So, 14 Verteidigung. Ah, fast. So, was ich jetzt hier mal machen muss, ist erstmal mich um ihn ja kümmern, ne? So. Wieder Protection. Wie die Spielchen abläuft, wissen wir ja, ne? So. Hm. Oh. Okay. Sehr einfache Strategie dann, um das Ding zu kümmern.
Ach ja, ich habe Kyonaka reingepackt. Lol. Jetzt kommen sie alle auf mich, ne? Oh, ein Crit wäre sehr gut. Oh, na. Kein Rückwärtsschritt gemacht, deswegen habe ich gedacht, das war ein Zeichen vom Crit. So, natürlich kommen sie jetzt alle. Ja, das war natürlich wieder voll schlechtes Timing, habe ich so gefühlt, ne? So. Aber solange ich hier relativ, was ist das für eine Fähigkeit, nicht zu haben. Wir haben eigentlich gar keine normalen Bogenritter, ne? Wir haben eigentlich, ich meine, wir haben Bogenritter, wir haben ganz offensichtlich Dings, ne? Aber hier den einen Typen, na, Fogado. Aber er ist kein offizieller Bogenritter. Das ist eine eigene Klasse. Ja. Ich meine, ich kann mal da reinpacken. Du bist nicht getroffen von irgendwas. Ja, ich war aber noch ein daneben. Boah, sehr gut. So, ich muss mal kurz gucken. Ah, ihr macht halbwegs Schaden. Ihr habt Speere. Menge Magier hier gegen diese Rüstungseinheiten. Ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, ob die funktioniert. Aber Abwehrhaltung, ne? Pass auf. So, dann mache ich den hier. Okay, verdammt, einige Leute werden den nur erreichen, wie er zum Beispiel. Er? Oh, aber nur er. Okay, ja, das ist gut. Nur er kann ihn treffen. 43, oh, er überlebt hat. Also nur er kann ihn erreichen, finde ich gut. Ja, okay, er nimmt ein bisschen Schaden jetzt durchs Feuer, aber okay. Ja, zur Not kann ich aber trotzdem. Ich glaube nicht, dass das was wird, weil also wahrscheinlich Protection bei jemand anderen ja erstmal abbrechen. Ich weiß nicht, ob wir sofort auf ihn losgehen. Schauen wir mal. Ja, das müssen wir mal hier packen. Ja, geh auf sie los. Oder du mit dem Sonnenbogen, ja? Wag dich. Ich bin auf dem Weg, keine Sorge. Warte auf mich. Oh ja. Kann man noch Schaden, stimmt. Oh, er hat perfekt geklappt. Ah, da kommt der Crit endlich. Sehr gut gemacht. Der Rest geht dann los drauf. Schrauketten. Mein Gott, er hat mal zugestochen, ausnahmsweise. Die kommen nicht ans Feuer vorbei.
K.O. So, funktioniert halt noch mal. Kann ich einfach die Brücke brennen lassen und die können nichts dagegen machen. Wie viel Schaden würde ich dann bekommen von euch? 36, da würde mich noch nicht mal umbringen. Aber wenn du einen langen jetzt, ne? So, du kommst da durch. Oh, da kommen doch eine Menge Leute durch. Kann jemand Linden treffen? Du kannst Linden treffen. Na war's. Ah, läuft er wieder perfekt. Ach, ich muss skippen wir ein bisschen. So. Ich muss mal kurz hier raus. Chris, ja, besser. Ah, Kit wäre so gut gewesen gerade. Gehe ich hier rein? Da bringt er noch nicht mal um. Aber ich überlebe ja einen Angriff, ne? Genau den hier machen, ne? Obwohl, dann habe ich ja niemanden mehr. Ah. Aber kannst du kritten? Das wäre sehr gut. Okay. Warum wird mir ja nicht angezeigt? Ich nehme an, das ist nur eine Wahrscheinlichkeit, dass er da eintrifft, ne? So, falls du dich wagst, ihn anzugreifen. Ja, ist ein Sonnenbogen. So. Pack ich dich hier hin, dann pack ich dich hier hin, damit du wieder Linden schützen kannst. Du bleibst hier schön geschillt stehen. Halt ihn hoch, sehr gut. Sehr gut. Oh, sie habe ich irgendwie nicht beachtet. Aber ist okay. Meine Protection. Ein Sperr auf mich. Ja, null Schaden. Machst du jetzt? Ja, cool. Oh, ich finde es gut, wenn das Spiel irgendwie funktioniert, so wie man sich da vorstellt. Oh, ich bin kurz davor zu leveln. So, kommt noch mehr. Soll ich mich? Krieg ich die alle ja down? Wäre sehr gut, wenn ich die alle down kriegen würde heute. Oder soll ich noch mal Abfeuer machen? Ich mach noch mal Abfeuer. Es scheint zu funktionieren, ne? Von daher sage ich nicht nein dazu. So, sie kann sowieso nichts angreifen außer ihn hier. Greifen wir an. Sie wird ja nicht getroffen, ne?
Aber ich mache aber gar keinen Schaden, nicht gerade. Egal. Ja, hätte ich sowieso nichts machen können, von daher. Ein bisschen überspringen hier. Er ist immer da, wenn man ihn braucht. So, dann messen wir, wenn wir dich kaputt kriegen, ne? So, du greifst ihn. 1, 2, 3. Da geht nicht. Verdammt. Aber so kann ich wieder zurück, ne? So, du doppelst mich. Warum doppelst du mich? Ich kann Sigurd einsetzen. Ich meine, solange das hier so funktioniert, ne? Sie ist ehrlich gesagt auch nicht schlecht, ne? Aber vielleicht liegt dann am Bogen, ne? Ah ne, sie doppelt die ganze Zeit, weil ich ja mit ihr am Töten bin. Ah, Mann. Ist klar, sie tötet die ganze Zeit, weil ich hier mit Dings hier die ganze Zeit am Töten bin, mit ihr. Sie bekommt hier durch Geschicklichkeitsdieb die ganze Zeit, ja. Geschicklichkeit dazu. Ja. Und ich hole mir noch ein Level ab. 14. Da, So, uns müsste es eigentlich immer noch gut gehen, ne? Finde ich gut. Wir töten hier so ein bisschen herum, aber es läuft. So, warte mal, dann kann ich ja dich wieder anlocken, ne? Ein Zug. Ja, los geht's. Oh, stellt sich mal einer vor, ne? Stellt sich mal einer vor, ne? Louis und Corin, ne? Ich setze die ganze Zeit Drachenader ein, um Feuer auszulösen. Oh. Okay. Aber irgendwie fühlt sich das in Charakter an, irgendwie, dass ich mit ihnen die ganze Zeit hier Brände auslöse. Oh nein. Das habe ich nicht bedacht. Er hat meine Protection aufgelöst, verdammt. Ah. Okay, jetzt habe ich hier als letztes bewegt. Ey. Stimmt, die haben meine Protection hier aufgelöst. Weg. Ja, ist klar, er wird dann danach gewonshottet, ey. So, jetzt kannst du ihn abwehren. Jetzt könnte er auch noch. Gibt's doch nicht mal. Der läuft extra darum. So, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, ich könnte jetzt hier alle erledigen. Ne? Das Problem ist, er ist immer noch da. Kann ich dich erledigen mit? Ich nehme an, nicht, ne?
Reicht denn gar nicht. Ah, muss ich noch mal Feuer einsetzen? Ich glaube, ich muss noch mal Feuer einsetzen, ne? Müsste drehen da. Kommt sogar noch dran. Oh, da muss ich aber mit allen hier treffen. Ja. Und Boron. Davor kommen alle auf Level 9 mindestens. Und seine Stärke, sehr cool. So. Er nimmt nur durch ihn ihr Schaden, ne? 33, ja. Eine Rüstung irgendwo, nö. Habe ich ja richtig anstellt, kriege ich den doch getötet, oder? So, ich mache dich platt. Kann mich danach noch mal bewegen. So lang. Oh. Also mit ihm war auch einmal auch irgendwie auf Yunaka irgendwie. Vorrücken. Ja, nicht, was das ist. So, da können wir nicht rein. Aber wenn er Dings hat, ne? Wenn er Ike auslöst. Wer ist denn da gefährlich? Ja, du, ne? Ja, dann sind alle unterentwickelte Einheiten, ne? Ja. Da ist um dich muss ich mich kümmern. So, ein Eisen durch kann ich einsetzen. Macht irgendjemand 23 Schaden, ja? So. Oh ja, perfekt. So, wenn du könntest, wäre perfekt, dann müsst du ihn perfekt killen. Ah, gut, jetzt aber. Na, dann müssen wir aber auch treffen, Kollege. Natürlich. Ja, Sack. Ah Gott. Ja. Was mache ich denn jetzt? Ich kriege hier noch nicht mal mit Donner runter. Man muss es so in daneben hauen, ey. Und ich kann auch nicht mit ihnen hier reingehen, weil Ja, ich muss natürlich jetzt auch hier
So, dich. Der hat schon wieder daneben gehauen. So, du müsstest ja weniger Schaden nehmen, ja, ne? Das musst du aber auch treffen, Kollege. Das gibt's jetzt nicht. Ey, willst du mich auf den Arm nehmen? Boah. Ja, dann dreimal gegen den Typen daneben. Oder zweimal, keine Ahnung, Mann. So, ja, nun. So. Ach, kann ich ja auch nicht machen. Ach, kann ich mal hoch. So, hier werden einige Leute sterben. Bin ziemlich sicher. Guck mal, passiert. So. Gott, auf wen geht er los? Oh mein Gott. Ha. Sehr cooler Crit, aber du bist jetzt tot. Und naja, ja. Bitte hau daneben. Der macht 2 Schaden. Ach, wir überleben das. Wenn er jetzt keinen Fernkampfangriff hat, ja. Durch. Durch. Oh, perfekt. Perfekt für jemanden vorbereitet hier. Oh mein Gott, ich hasse Ballisten, ey. Ballisten, Ballista. Mal ihn ja vorbereiten, wenn es geht. Überlebt er in einem Ballista-Angriff. Okay. Ja, vor allem du hängst irgendwie auf Unterlevel Dings hier die ganze Zeit ab. Aber nicht. So, du überlebst einen Angriff. Von daher. Ja, ja. Ey, das war meiner. Okay. Ich meine, sie könnte ja eigentlich alle heilen auf einmal, ne? Ach ne, er ist ein Gegner. Pff. Ich habe schon gedacht, da braucht ja noch jemand Heilung. So, ich kann aber nicht da reingehen und mir den Kill abholen, leider. Yunaka, hol du den Kill. So, du gehst mal da weg. Jetzt einfach mal die ein. Du wirst sowieso nicht dazu kommen, irgendwas zu treffen jetzt. Sagen, jemand fehlt ja noch.
Da habe ich so viele Heiler mitgenommen, ne? So, ihr beiden überlebt hat. Ach. Und jetzt um die Balliste Auge gekümmert. So, du bist als nächstes dran. Boah, schaut, wie ich alle treffe. Mit allem meine ich absolut niemanden. Okay. Okay, warum hat sie denn jetzt Dings bekommen? Stehst du auf so was fram? So, wenn ich da jetzt eigentlich mit jemandem reingehe, zum Beispiel fram. Fram hat irgendwie noch keine Action hier so gehabt, so Sachen, Kämpfe, von daher. Also wenn wir die mal darunter schicken, ne? Ich glaube, Fram werden wir brauchen, so Sachen, Protection und so, ne? So, ach, da ist ja auch noch einer. Na, ja. Okay, weißt du was? Er braucht noch. Ihn muss ich mal ein bisschen angreifen lassen, treffen lassen von dem Ding. Einfach nur weil er braucht noch seine Tanzfähigkeit. So. So, dann müssen wir uns noch um eine Ballista da kümmern, ey. Gar nicht gesehen. Danach haben wir sie aber alle, ne? Ja, lass ich mal kurz abschießen von denen. Wenn wir deine wieder zurückbekommen. Wer macht denn Support? Mit niemanden mehr. Jemand da heilen kann. Aber den ja. Wenn damit es schneller geht. Oh nein, ich habe keine Heilung mehr. Oh, gib du ihm mal deine Heilung. Kannst du zur Not mit Dings heilen. Oh, du hast auch nicht mehr viel Heilung. Ja, dann machst du aber Protection. Ich meine, sie ist eigentlich schon stark genug, ne? Ah, komm, bringen wir sie auf Level 8. 9. Oh, mein Experiment ist schief gegangen. So, Protection. Er bekommt trotzdem die Ladung, finde ich sehr cool. Oh, du als sie hoch. No, oh. So. Ja, warte mal, du kannst wieder links machen. Boah, das geht mir so auf den Nerven, dass die ganze Zeit hier Dings ja angezeigt wird. Stats. Weil ich den ZR-Knopf drücken muss. Wie Animationen zu skippen. So, perfekt. Ach, muss ich erwarten. So. Und dann haben wir den auch erledigt. So, du mach mal kurz schnell ihn fertig. Oh wow. Doof.
Dorf. So, dann ist nur noch live übrig da oben. Okay. Wir machen es halt so dann, ne? Nur Sack. Blöder Sack. Ich wusste, da kommt noch irgendwas Mieses. Ich kann nicht einfach mal meine Ruhe haben, ne? Und irgendwie so ein chilliges Level haben, ne? Da muss immer irgendwie so eine kleine Nervigkeit kommen, ne? Ja, pass mal jetzt auf, ne? Aber bloß nicht, dass ich nicht weiß, wie ich mich hier um kümmere. So. So, der hat immer noch nicht voll, verdammt. Ja, was machst du als nächstes? Bleibst du da? Ich glaube nicht, ne? Ja, da kommt jetzt so auf und auf mich los. Ich kann nie meine Ruhe haben, ne? Jetzt pass mal auf, du. Der hat 3 Reichweite. Ich würde eigentlich schön hier mich um die kümmern. Okay, voran. Da kann ich mich doch bestimmt mit dem Ich habe keinen 3 Reichweite, ne? Das passen wir mal auf, ne? Wer trifft mich von da noch? Okay, du hast einfrieren, du hast schweigen, du hast schweigen, schweigen. Ah. Ich mal da hin, ne? Ich kann mich auch eigentlich hier platzieren, ne? Ausweichen plus 30. Hey, warte mal. Mal kurz nachdenken. Okay, wenn live nach links geht, wäre perfekt, ne? So, dich pack ich hier hin. Kann ich irgendjemanden hier anlocken? Was noch 40 Schaden sich gerade. Ja, treffe mich die denn? Aber so. Eine Idee. Wird schon klappen irgendwie. So. Gucken wir mal, wie hat der funktioniert, ne? Mein Gott, ich war so viel mehr Schaden als er. Wie er, keine Ahnung. So, du hast dich dahin bewegt. So, live muss ich mal nach links bewegen. Jawohl.
So, jetzt habe ich hier eigentlich nur ein Kill. Oh, der kam jetzt gerade perfekt. So. So, auf den ersten Blick sieht das hier gerade ziemlich gruselig aus, aber wenn ich sie da reinpacke, ne? Wir sind alles nur Magier. 33, 40. Wird sie halt überleben? Ich weiß es nicht. Aber ihn haben wir ja auch noch, ne? Also ich muss mich eigentlich nur aus der Reichweite von ihn hier bewegen. Von ihm live, ne? So. Ich lang ich auch voll hier reingehen, ne? Ausweichen, ich meine, das wird nicht. Wird nichts, ne? So, du bist ja mit der 40, ne? 40, 40. Problem ist, wir sehen ihn seine ultimative Attacke ist, weil das, was hier voll nervig ist, ne? Natürlich hat er eine physische und einen magischen Angriff, ne? So, wir machen was ganz Nerviges hier. Wir machen wieder, weil ich sehr viel komplexere Sachen als wir eigentlich machen müssen. Erst einmal mache ich den ja. Da kriegen wir bestimmt auch noch einen Kill raus, ne? Oh ja. Ein so ein Foron-Magier wäre natürlich jetzt nicht schlecht hier wegzufegen. So einer, der so 40 Schaden macht. Ich war aber immer irgendwie so 40 oder 35 Schaden mit dem Angriff, habe ich so, okay. Ist irgendwie nie mehr. Ist wahrscheinlich da, weil ich mal gegen gleich gelevelte Magier antreten, ne? So. So, ihr macht 40. 33 machen die nur. Erst zwei von dem Mann oder 40 Schaden. Hey, warte mal einen Moment. Hat nicht irgendjemand. Ne, bei Left war das, ne? So eine höhere Reichweite, ne? Ich würde schon gern sicherstellen, dass der stirbt. Aber ich will auch sicher gehen, dass sie überlebt. Wenn es geht. So, wir laufen jetzt hier ein bisschen im Kreis, ne? Geht gerade nicht anders. Können wir wieder so einen Waldbrand machen. Ha. Genau so muss das. Oh, sein Level ab. Ich habe mir aber schon gewünscht, dass irgendwie jemand, wenn wir so irgendwie an die herankommen können noch.
Also hat er an mich rankommt, meine ich. So, mal gucken, was die jetzt machen. Einige von denen gehen jetzt nach rechts, ne? Alle von denen gehen nach rechts. Und er bleibt links. Sehr gut. Also was hier? Vorn, Elfenlicht, Silberschwert. Safe. Safe. Die Seite ist safe. Mich nur dafür sorgen. Er nicht da vorbeikommt. Perfekt. Nee, kümmern wir uns. Oh Gott, aber sie wird ja wohl nicht den Konter sterben, oder? Was passiert? Sehr cool. Lass uns mal kurz hier ein. So, da ist er mit dem Voron, ne? Machst du mich fertig? Ich mach dich fertig. Also, du kriegst mich. Warte, ich habe eine bessere Idee. Ah, verdammter Dreck. Wer trifft mich denn da? Ja, okay, um einen können wir uns ja kümmern, nehme ich an, ne? Um einen können wir uns kümmern da unten. Oh, what? Oh. So, und von euch kommt da jemand auf mich los, ne? Was heißt, ich mach dich platt. Sehr cool. Okay. Aha. So, und wir spielen wieder dieses kleine Spielchen. Trifft die Yonaka. Spoiler. Er wird sie nicht treffen. So. Die natürlich alle da unten. Ja, perfekt. Oh, da habe ich mir sehr viel mehr Schaden vorgestellt. Mehr Crit-Chance und so. Einfach in der Festung da. Ja. Nein. Sind wir wieder schön anzusehen. Wunderschön. Oh, wunderschön. Und sie kriegt Level. 25, warte mal, ich glaube, jetzt kriegt sie auch einen Skill, ne? So, sie hat passieren gelernt. Passieren erlaubt uns jetzt durch Gegner durchzugehen. Sie wird nicht mehr durch gegnerischen Einheiten hier blockiert, was super gut ist. So, währenddessen live.
also immer noch hier irgendwie hier vorbeizukommen. Wir könnten den jetzt hier voll festnageln, ne? Was ist meine Resistenz? 20, ne? Ich weiß ja nicht, wie viel Schaden sein Dings macht hier, sein Superangriff hier. Da tut einen irgendwie nicht viel erklären, so finde ich. So, ja, du greifst viermal an. Ja, cool. So. Du machst mal ihn platt. Für die Tai Chi Angriffe. Aber da immer halt für ein Kampfstil ist. So. Ja, sie kann jetzt ja einfach durch die Gegner durchlaufen. Super klasse. So typische Liebesfähigkeit. Und ja. Machen wir weiter, die Leute. So. Aber ist okay. Elfenlicht, ach. So. Und hier können wir noch ein bisschen vor live wegrennen. Vielleicht sind wir hier an der Brücke, das heißt, hier würden wir ihn voll einfach wieder abblocken können. Ja, da kommt's ja nicht durch, Kollege. Linden hat ein Problem. Den kannst du nicht einfach abschütteln. Der hat ein Problem, der. Das ist voll der Brandstifter, Kollege. So. So, wenn du nur einen Angriff raushauen könntest, wäre perfekt. So, wollt ihr überhaupt nicht angreifen? Oder mich irgendwie angreifen mit hier so Voran oder so? Gold. Okay, irgendeiner. Schwer, wenn einer von denen mich hier einfriert und der Rest kommt auf mich zugerannt, ne? Ah. Ich hasse Gegner, die einfach vorbeilaufen. Ich habe da einer da oben am Stehen, ne? Denkt so, daneben. Machst du da? Er versucht die ganze Zeit das Feuer da auszuweichen, aber er kommt nicht durch. Ja, du kannst einen Sniper erledigen. So, dich prügeln wir erstmal kaputt, falls wir das überhaupt schaffen. Mehr voran. Oh, du bist sowas von tot. Das. Ja, ich gesagt, du willst ihn erledigen. Ja, das hat jedes Mal funktioniert, ey. Meine komischen Strategien, ja. Weiß nicht, ob es gedacht ist, von dem Spiel hat man irgendwie so spielt, aber ich spiele so. Das ist ein Strategiespiel, das ist meine Strategie, okay? Lass mich in Ruhe. Level 10. Cool. Sehr schön. Ja, ein Heilung. So.
Ich kann das doch ewig so weitermachen, ey. Hast nicht gesehen, wie ich letztens Erika ehrlich habe? Ja, überrascht, dass diese Leute mit den Stäben ja nichts machen. Hey, einen Moment. Ah, verdammt. Überreiten ist leer. Ah, ich kann die aber nicht angreifen, wenn nämlich alle. Nee, gar nicht wahr. Ich kann einfach angreifen und dann wieder rausgehen. Oder so einfach funktionieren wird. Ich würde mich etwas sicherer fühlen, wenn ich wüsste, dass die irgendwie, weil nicht, mal irgendwie angreifen würden oder so. Jetzt sind wir hier auf der Brücke. Ich glaube nicht, dass du hier durchkommst live. Ach du große Güte. Ah, hol du die Enkel. Oder auch nicht. Was? Oh. So, wir kümmern uns noch ganz schnell um diese Leute da oben, ne? Und wenn die alle erledigt sind, dann geht's live an den Kragen. Ne? Okay. Überrascht, die irgendwie noch nicht angreifen, also ihren Stäben. Nein, ich gehe jetzt nach rechts. Oh. Dreck. Oh, warte mal. Okay. Wollte sagen, töten wir den überhaupt? Oh mein Gott. So fühlt sich also an, getroffen zu werden. Sie ist irgendwie unterlevelt, so ich glaube, sie müsste irgendwie viel höher gelevelt sein zu dem Zeitpunkt als Dieb. Na, warte, du kommst mich auf mich los. Ja, du kommst auf mich los, ob du willst oder nicht. So, geh mit deiner Lichtkling auf mich los, Kollege. Wette, sobald einer mich von denen einfriert, kommt der ganze Rest auf mich zugerannt, ne? Zweifel, dass es so einfach sein wird. Zack. Voll ein. War sogar voll geil. Ich habe mir nicht gedacht. So, wir sind unglaublich nah dran, ne? Aber... Da unten ist Linden. In Reichweite. Ich sag's nur mal. Ne? Hör mal näher. Na, guck mal. Ja, wieder angerannt. Ja, noch eine Lanze. Ich gar nicht gesehen. Irgendwie hat er mich nicht getroffen. Okay, cool. So, jetzt sind wir wieder hier. Genau wie es sein soll. Ich glaube, er geht nach oben lang, einfach nur weil ich hatte gedacht, er hatte nur ein Dings hier. Ich hatte gedacht, er hatte nur die Lichtklinge hier als Fernkampfwaffe. Das gibt's jetzt wieder nicht, Mann. Oh, kannst du einfach den Kritten? Oh cool, kannst du sogar. Yes. Bewegen sich aber noch nicht. Okay. Ich
So, wie sieht's hier mit aus? Nicht gut. Da, bis wir mit denen fertig sind. Mit live auch nicht mehr lange brauchen. Ist auch ganz schnell die Leute hier fertig. Und dann habe ich gedacht, die ganze Zeit jetzt stationär sind, ey. Die beten ja geradezu danach, getötet zu werden. Na, jetzt locken wir ihn nach oben. Zack. So, macht man das. So, wir brauchen hier noch ein Level up. Ah, 46, das ist super stark, ey. Ach, 10% Crit Chance, Mann. So. Warum kannst du da reingehen und den kannst du, glaube ich, so da oben den erledigen, ne? Mal den hier. Und was um den Rest und dann ist live out ran. Ja, war schon heute alles erledigt, ne? Ja, du hast doch sicher nicht so viele Sachen, ne? Silberlanze. Der Mann, dieser Boss. Positionierung ist auch alles irgendwie so eine Anspielung an Fire Emblem 5, ne? Das soll bestimmt ein bestimmter Charakter oder Boss sein, ne? Eine Anspielung an das offizielle Kapitel, dem diese Karte hier basiert. Okay. Du hast sogar ein Dings. Sagst du mir jetzt erst. Okay. Mal so. Ah. Oh, oh, oh. So, dann prügeln wir dir mal kurz die Lichter aus. Ich habe gar nicht dazu, immer meine Ringe einzusetzen. Ne? Ich nehme an, den Charakter, den live irgendwie am Anfang des Kapitels ja angesprochen hat. Aber wir müssen gegen voll so einen starken Strategen kämpfen. Ne? Ich nehme an, das soll irgendwie der Boss hier sein, ne? Gegen den wir gerade kämpfen. Ich weiß es nicht. Kommt irgendjemand noch ein Level ab? Und okay, dann haben wir es eigentlich, ne? Er steht jetzt einfach nur da und macht gar nichts. Bin übrigens gut, wie am Anfang des Kapitels live gesagt hat, oh, wir halten hier die Stellung, ne? Nachher ist einfach voll weg bewegt. So, ey, ich kriege hier einige Leute noch auf Level 10. Und der bleibt einfach da stehen. Cool. Ja, wir haben es dann, ne?
So, dann brauche ich auch gerne mehr den Dings hier packen, ne? Brauche ich ja nicht mehr den Wald und das Gras hier im Brand stecken. Aber live kann jetzt langsam auf uns zukommen. Cool. Ich habe keinen Start mehr. Kannst du mit Dings inhalieren? Elfenflut? Oh wow. Kann er sogar. Das wäre jetzt absolut überhaupt kein Problem. Er ist übrigens der einzige, mit dem ich hier Elfenflut hier einsetzen kann. Weil er ein Nahkampfzauber ist. Und er ist der einzige, der im Nahkampf aushält von meinen Magiern. Kann ich eigentlich hier reingehen und dann alles besetzen? Ich werde in den Oldschool Fire Emblems. Muss den Thron besetzen. Ah, verdammt. Die Oldschool Fire Emblems. Da weißt du, du musst es irgendwie, weil nicht meistens musst du so einen Boss besiegen, der auf dem Thron saß, und ja, damit werden sie sozusagen das Kapitel. Weil von dem Kapitel gab es hier noch gar nichts, ne? Gab noch gar kein so ein Kapitel, glaube ich, in der Fall war. So. Dann warten wir noch ein paar Schrittchen. Dann gehen wir schon mal da runter, ne? Und dann wissen wir, wie das hier abläuft, ne? Mein Gott, die Bosse waren früher so gruseliger, ne? Aber jetzt, wo du irgendwie so viele Möglichkeiten hast, die Gegner zu erledigen, ne? Und auch mittlerweile weiß, wie. Ja, dann ist es langsam ziemlich einfach. Kein Stäbe mehr, ich habe all meine Blickstäbe. Ja. Und einmal heilen. Gott, und du bist im nächsten Zug dran, live. Und so, haben wir noch alle Einheiten? Also oben links steht da. Bereite Einheiten 11, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alle Level 9 mindestens, ne? Oder? Sehr cool. Ich glaub, die meisten sind auf Level 7 heute gestartet, ne? Oh Gott. Das müssen wir nur noch nicht mit einem Schlag erledigen, und ich weiß auch schon genau wie. Ich Glück habe. Ein. Was ist denn für eine Verteidigung? 25. So, ich muss ganz eindeutig hier Dings machen, ne? Bündnis mit ihm. Problem ist 79%iger Trefferchance, ne? Was geht? Ich auch. Sehr cool. Und ich glaube, ich muss mal den hier einsetzen. Oh, vor allem den 5 und 6 Feind. Ich werde noch mit genügend Leuten da hier treffen können, oder? Ich kann ja noch tanzen. Ja.
Wir sind abgestellt. Alles klar, ein fairer Kampf. Du gegen mich und Roy. So. Ach ja, ich kann jetzt Magie einsetzen, ne? Boah, macht ja nichts an Schaden. Also er macht nichts an Schaden gegen mich, meine ich. So, aber was wir schon lange nicht mehr gesehen haben, ne? Uff. Alter. Ich weiß noch, wie broken das am Anfang des Spiels war, ne? Wenn ich das mit Louis einsetzen würde, ne? Ich meine, da würde nichts an Schaden machen, aber ich würde ihn dann sofort irgendwo hinpacken können. Warum nicht? Ne? Ist ja nichts an Schaden. Ich meine, das ist eine etwas kleine Crit-Chance, aber. Sag. Ja, er wechselt im automatisch die Waffen, ne? Na, das könnte eigentlich Alchristian erledigen, ne? Sehr cool. Oder sie? Ja, Alchrist. Kriegst du den? Oh ja. Nochmal zur Sicherheit, ne? Jetzt habe ich schon mal für ihn nur 10 gezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Na gut. Oh ja, ich könnte mit ihm tanzen, damit jemand anders hier irgendwie. Okay, okay. Was mache ich, glaube ich. Mal hier hin. Mal hier hin. Und geh mal hier hin. Guck mal, mehr Erfahrungspunkte, glaube ich, raus, ne? Das ist eher einmal Erfahrungspunkte. Voll dicke. Und wer auch immer jetzt den Kill holt, kriegt einen Erfahrungspunkte. So, guck mal. Sollte man gut Erfahrungspunkte verteilen. So, wen gebe ich denn jetzt den Kill? Jeder kann einmal noch draufhauen. Entschuldigung, warum greifst du halt erst an? Ich kann schon, ich habe den Angriff eingeleitet. So. So, wenn du ihn jetzt treffen würdest, dann wäre super. Oh ja. Weiß nicht, warum er als erst angreift. Ja, und anscheinend ist die Lichtklinge die beste Wahl? Irgendwie nicht. Okay, das war ziemlich chillig. Okay, das war's. 33. Aber nur weil ich so langsam spiele, okay. Nichts damit zu tun, als ich schlecht bin. So ein paar Anfangsausrutscher, aber das Kapitel jetzt relativ easy. Hm. Hm.
わかった気がする。どうして僕の試練がここだったのか。どういうことですか？王子とは言っても、まだ未熟な指揮官だった僕は、大きな判断を誤ってしまうこともあった。そんな僕に、あの大我を見つめながら、ある人がこう言ってくれたんだ。一度流れた血は元には戻らない。大事なのは、その血をいかに価値あるものにするか。 Ja, die, die Hauptcharakter aus den früheren Fire Emblems sind so viel interessanter. Er war ein junger Lord, der Fehler gemacht hat, die fatal waren, ne? So was wirst du nie wieder hören in neueren Fire Emblems. Hat mein Hauptcharakter bis jetzt für einen fatalen Fehler gemacht? Gar nichts, ne? Oder Corin oder bei Lev, die sind alle perfekt, weil wir immer die Hauptcharaktere sein sollen. Nicht zum Kotzen. Ich will einzigartige Charaktere haben. Aber jetzt müssen wir immer irgendwie einen Charakter haben, mit dem wir uns identifizieren können, und das ist zum Kotzen. So. Alles klar. Ich meine, die Charaktere von früheren Fire Emblems, die haben Wesenscharakter, ne? Roy hatte seinen eigenen Harem. Sigurd war voll der Badass Ritter. Er ist fertig gemacht. Ja, warte, ich habe gerade Ike beschrieben. Aber die Hauptcharaktere in neueren Fire Emblems sind jetzt immer wir. Wir sollen Corin sein, wir sollen Bylef sein, wir sollen Robin sein, wir sollen... Weil ich... Da wird nie wieder der Fall sein, ne? Die machen das jetzt, die ziehen das jetzt voll durch, ne? Die werden jetzt in jedem Spiel sein. Weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich bin so, weil nicht so über Fire Emblem so ein ganz kleines bisschen vor, weil nicht, als ich über Fire Emblem gestolpert bin, da war schon der 8. Teil raus, ne? Oder halt mein erster Teil war. Aber heutige Fire Emblem Fans sind meistens, die haben meistens entweder, weil nicht, immer nur die neuesten erst gespielt, die haben keine Ahnung über die älteren Spiele. Den lass irgendwie gar nichts irgendwie was älteres fortsetzen, so, oh, Grafik ist auch kacke, oh. Weil nicht, wenn man jemanden irgendwie ein Bild gezeigt von, weil nicht, um Fire Emblem Awakening, was nicht so schlecht aussah für ein Nintendo DS oder 3DS, ich glaube Nintendo DS, ne? Das sah gar nicht so schlecht aus für damals, ne? Jetzt hat nur angeguckt, hat sich gedacht, so, oh, Grafik, oh, ich spiele nichts, was kein HD Grafik hat. Ah, finde ich furchtbar, so was. Aber Leute heutzutage denken so, ne? Den Spiel, oh, ich habe schon Leute irgendwie auf dem gesehen, wie die irgendwie über das neueste Zelda Spiel hier sich ausgelassen haben, so, oh, sieht gar nicht so schick aus. Oh, das ist doch kein Schwein. Absolut, das Spiel macht Spaß. Ich verstehe das nicht. Guck mal einer Minecraft an. Spielt sie zum Kotzen aus von der Grafik her. Meistverkauftes Spiel der Welt. Letztens habe ich irgendwie so, weiß nicht, auf Facebook gesehen. Oh, ein Bild von Octopath Traveler 2. Weil auch so irgendwie, da ist so, weil das Spiel hat so eine Bit-Grafik, also so wie frühere Super Nintendo-Spiele, ne? Ja, Leute haben sich dann angeguckt, haben sich gedacht, oh, die Grafik ist doch kacke. Weil irgendwie ironisch ist, ne? Weil das ist von den Machern von Final Fantasy, ne? Und wer schon mal jemals in Final Fantasy gespielt hat, der weiß,
die sind da ganz oben, ne? Was Grafik irgendwie angeht, ne? Final Fantasy Spiele sind grafisch immer voll Overkill gut. Und die haben sich irgendwie so ausgelassen, so die Programmierer, die haben ja gar nichts drauf. Oh, guck mal die Grafik an, also das Square Enix. Also ich weiß nicht, ob sind da die Publisher und nicht die Creators, ne? Sind nicht das exakt selbe Team von Final Fantasy, aber weiß nicht. Und deswegen hasse ich Teenager. Weil ich weiß nicht, wieso man sich immer wieso man sich die Grafik von Spielen anschaut, das schon direkt ablehnt, irgendwie verstehe ich nicht. Wenn das irgendwie echt nichts für einen ist, so, ne? So grafisch, so der Stil oder so, dann könnte ich das ja noch verstehen, aber so, oh, das sieht nicht aus, die sehen nicht aus wie echte Menschen, ne? Die sehen, ich kann nicht jede Pore auf der Haut sehen, also ist das Spiel automatisch kacke. So was finde ich traurig. So, aber jetzt gucken wir uns erstmal lustige Sachen an, ne? Luis und Yonaka Support. Nur zwei Supports freigeschaltet. ルイシ、ユナカさん。何か嬉しいことでも?いつもより笑顔が素敵ですね。アイスカルト。ルイシは本当にもうそういう恥ずかしいことを自然と口に出して。そんなことは関係なく呼び止めたのはこれを渡したかったのですぞ。これは。え、たたきて青が起きます。上質な茶葉ですね。 いつも紅茶をご馳走になってばかりでしたので、そのお礼です。心ばかりの品ですが、受け取ってもらえると嬉しいですぞ。もちろんです。ありがたく頂戴しますね。では早速、この茶葉を使ってお茶を入れますね。ユナカさんもぜひ。え、いいのですか?なんだかそれ目的で送ったみたいで心苦しいですぞ。 僕はユナカさんと楽しく会話しながら紅茶を飲むのが好きなんです。あ、会話ですか。ルイスとのおしゃべりはとても楽しいですが、そのせいで余計なことを話してしまいそうで。ユナカさん?あ、ちょっと私ね、野暮を思い出しまして、お茶はまたの機会に。<笑> Ich muss unbedingt mal irgendwie den Support-Strang von Yonaka mit irgendjemandem hier komplettieren. Damit wir so ungefähr eine Ahnung haben, was sie zu verheimlichen hat. Ich tue halt immer irgendwie nur so antasten, weil ich hier nur C und B Supports habe. Okay. Dann haben wir noch mehr Beeren. Cool. Damene. Kono teido no chikara ja zenzen tarinai wa. Watashi wa Staruku no shinka toshite shikkaku yo. Stimmt. Ganz vergessen. いつからそこにいたの?一人にかの悩みが何なのか知りたくて特訓しているところを隠れて見ていました。でも進化として失格だと思っていたなんてそんなことあるわけないのに。私たちはいとこ同士で子供の頃から兄弟のように育ったわね。スタルークは昔から後ろ向きな性格でいつもおどおどしていて 何かにつけてディアマンダと比較されてしまって自信をつける機会もない。そうでしたね。今も大して変わっていませんけど。でも私はスタルークのいいところをたくさん知っているわ。人の価値をすぐに見抜き認めてくれるところ、他人を素直に褒めるところ。スタルーク、私 あなたのいいところならまだまだ言えるわよ。買いかぶりですよ。小さい頃から思っていたの。私がスタルークを守ってあげなきゃって。でも
それは間違いだったわ。思いの強さだけではあなたを守れない。私にはあなたを守るだけの力がないの。そんなことありません。ごめんなさい、スタルーク。私があなたの進化になったばかりに、きっと私がいなかったらもっと優秀で強い誰かがいてくれたはずなのに。一人にか。 OK、und wie das enden wird, falls wir jetzt sehen werden. So, dann wieder ab in die Arena. Ich weiß nicht, wieso mich das irgendwie so überrascht hat, Wanda im Trainingsanzug zu sehen. Aber irgendwie hatte mich das gerade überrascht. Rein in die Arena, machen wir noch ein paar Leute platt. Ich glaube, es wird auch einige Bandcharaktere hochleveln. Linden und Corin zum Beispiel. Auf Level 9 lohnt sich da nicht mehr, oder Saphir und Linden. Aber die schon mal. So, Linden und Corin. Oder auf. Weiß nicht. Level 9 in irgendwie ausrüsten, bringt sich. Und da kann ich nur bis Level 10 leveln. Und dann ist wieder keine Erfahrung bekommen. Oh, das ist nicht eindeutig. Zum Glück muss ich die Kämpfe nicht gewinnen, ne? Zum Glück muss ich die Kämpfe nicht gewinnen, um das freizuschalten. どの魔導書でやるといいと思う？普通なら火の魔法ですが、他はどうなるんでしょう？弟が使っていた重力魔法なんかも試したいですね。そう、グラビタチョンスマギー、ich dachte mal für Pflanzenmagie。ミサブンヒルト。でも、hat er immer so einen Baum erschaffen, wenn er angegriffen hat.So, was hatte ich gesagt? Schon in Erika. Kann man eigentlich auch, ne? Kann man das auch? Schon in Erika. Nein. Also, ich mach's. Oh, das kostet aber voll viel. Ah, lass mal aber. So, irgendjemand war noch Level 9. Saphir und Linden, mein Gott. So. Zack. Kattemo, maketemo. Kenka wa nashi da yo. Ich hoffe, diesmal in der Aufnahme ist alles nicht asynchron. Und ich muss halt nicht nochmal alles bearbeiten. Ich habe noch ein Part für morgen, den ich hochladen kann, den ich veröffentlichen kann. Also von daher, selbst wenn irgendwie was schief läuft wieder, habe ich noch genug Zeit, damit ich hier keine Pause machen muss, ein Part hochzuladen. Ich wollte eigentlich gestern auch schon aufnehmen, aber da war ich beim Zahnarzt, da haben mir meine Zähne nur so ein bisschen wehgetan vom ganzen Bohren. Also nicht wehgetan, aber kennt ihr, wenn irgendwie, weil nicht man hat, es war noch so ein bisschen wund, ne? Das ist so wie wenn irgendwie, weil nicht der Arm eingeschlafen ist, ne? Danach spürt man halt immer noch so ein bisschen danach, nachdem du aufgewacht ist. So, ist so gut, meine Charaktere alle so hochgelevelt zu sehen, ne? So, der neue Standard ist jetzt schon Level 9, Diamant Level 8, Ivy's Level 8. Sehr cool. Warte mal, Gold Mary, wo ist sie? Sie wollte ich eigentlich mitnehmen heute, ne? Dann können wir sie mal hier reinpacken. Ist immer eine gute Kompensation, ne? Nehmen wir mal den Charakter, den wir sowieso irgendwie hätten mitgenommen. Und packen den, ja, in die Arena.
ませんが、地祭りにあげます。アルフレッド、マイル。Ich glaube, Alfred macht uns fertig. Oh, er trifft aber so gut genug. Hat er den Schaden gerade halbiert? Ich würde sagen, goldener Lotus, was ist das nochmal? Wow, so viel Ausweichen. Ja, das Ausweichen als hier bringt, ne? Sehr cool. Und jetzt noch einen guten Level. Jetzt noch einen guten Sieg. Dann winkt uns schon mal ein Level up mit ihr. Den müssen sie eigentlich fertig machen. Oh ja. Ist so ungewohnt, einen Helden in der Lanze zu sehen. Normalerweise sind die Schwerter und Äxte. Deswegen ist es so ungewohnt, mal so einen Lanzenheld zu sehen. Aber wir haben auch gar keine normalen Lanzenkämpfer, ne? So Halberdiere und so. Ich meine, wir haben Dings, ne? Hat er eigentlich? Ich glaube, er bekommt eigentlich auch noch eine Fähigkeit, ne? Level 25. Ich nehme an, der ist auch so wie Diebe, ne? Auf Level 25 bekommt er bestimmt auch irgendwie was. Soll ich mal nächstes Mal wieder mitnehmen, Sidal? Albi ist kurz vorm Level Up. Und Diamant ist kurz vorm Level Up, aber Diamant hat eigentlich voll einfach hier zu leveln. Was soll's? Obwohl, er schafft es eigentlich locker hier zu leveln. Von daher nehmen wir jemanden, der irgendwie schwieriger hat zu leveln. Jetzt mal ihr. Aber mit Diamant aber eine höhere Wahrscheinlichkeit zu gewinnen in der Arena. Von daher, ja, komm. Drückt den Silberschwert in der Hand, der macht alles platt. Und der kriegt so oder so ein Level ab, auch wenn er verliert, nehme ich an. Und jetzt kurz davor zu leveln. Okay. Ich glaube, wir. Oh ja. Uff. Kriegen wir gar keine Unterstützung. Also kaum Erfahrungspunkte bekommen dafür. Mal an. Oh, Bandlevel kriegen wir aber. Auch nicht schlecht. Gut, aber das war's dann für heute, ne? Wir haben keine Links mehr, ne? Ne? Okay. Ne? Ich weiß nicht, ob ich hier reingehe. Cool. Unsere Charaktere werden alle langsam stärker. Ich find's klasse. Und ja, ich sag dann, da war's für heute. In der nächsten Folge machen wir dann letzte Level 8 Side Quest, die von Mikaya. Und ja, darauf freue ich mich schon, weil das ist, glaube ich, eine Level, die ich kenne. So, in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, lasst bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss.